stets nur um die Wahrheit. Als Reporter und Herausgeber habe ich immer die Wahrheit gedruckt. Und jetzt als Radiomoderator sage ich sie. Manchmal tut das weh, aber es ist meine Pflicht, sie Ihnen zu präsentieren. Und die Wahrheit ist, die Stadt ist nicht ruhig. Sie ist nicht friedlich. Sie ist eine tickende Zeitbombe. Unter der Oberfläche brodelt es, als würde ein hungriger Hai warten. Lassen Sie sich von Spider-Man nicht täuschen. Sie sind nicht sicher. Keiner von uns ist das. Wie funktioniert das? Genau wie ein echter Arm. Sie denken an das, was er tun soll, und... Ja! Hey! Hey! Was soll das denn werden? Die Anlage ist ein Sicherheitsrisiko. Sofort aufhören! Die Ausrüstung ist sehr empfindlich. Das reicht. Ich rufe das Büro des Bürgermeisters an. Peter Parker. Verdammt, wie geht's dir? Wenn man vom Teufel spricht? Mr. Osborne. Oh, bitte. Wie lange kennen wir uns schon? Es heißt Herr Bürgermeister. Sag Norman. Norman. Norman, was soll das hier werden? Die Zuschussvereinbarung beinhaltet strenge Sicherheitsklauseln. Dies ist nicht der erste Verstoß. Das wurde schon geklärt. Von mir? Wir hätten die Ausrüstung längst konfiszieren sollen. Aber ich hatte einen Durchbruch. Oh. Danke für Ihre Dienste an unserem Land. Diese Leute begleiten Sie zu Oscorp Robotics, wo Sie die neueste Prothese erhalten. Kostenlos. Es geht gar nicht um Sicherheitsbedenken, nicht wahr? Ich versuche zu helfen, Otto. Du kannst die Arbeit fortsetzen. In einer sicheren Umgebung. Bei Oscorp. Du warst schon immer der klügste Kopf im Raum. Du hast dich nicht verändert. Kein bisschen. Du dich auch nicht. Hey, Peter. Harry kommt Anfang nächsten Jahres aus Europa zurück. Vielleicht könnt ihr dann das Geschäft starten, von dem ihr gesprochen habt. Das ist doch eine tolle Chance. Ganz ruhig, ruhig. Die haben ja nicht alles mitgenommen. Wir fangen einfach von vorn an. Peter... Es gibt kein Wir. Ohne die Zuschüsse der Stadt kann ich sie leider nicht mehr bezahlen. Ich brauche Zeit zum Nachdenken. Ich rate Ihnen, finden Sie einen neuen Job. Ich würde Doc gerne helfen. Ob ich Harry anrufe? Er könnte mit seinem Dad reden. Nein. Norman würde nie auf Harry hören. Wollte sogar die Gelder für seine Forschungsstationen stoppen. Hey, eine der Stationen ist in der Nähe. Mal sehen, wie es läuft, während Harry in Europa ist. Wie kann ich Doc helfen? Ich lasse mir was einfallen.